In diesem Video geht es um die Diskette, beziehungsweise ums Diskettenlaufwerk. Ich habe hier eins, was man vorführen kann und möchte im Prinzip die Gelegenheit nutzen, bevor die Dinger total das nicht mehr möglich ist, einfach das mal zu zeigen. Eine Diskette, dafür hat man früher Daten drauf gespeichert, die wohl zumindest hierzulande weit verbreitetste war die 1,44 Megabyte Diskette. Die sah so aus, wie das hier abgebildet ist. Man hatte einen Schreibschutz, das war hier einfach ein Loch und wenn man das zugeklebt hat, konnte man drauf schreiben. War halt geschützt und durch Papier und Plastik und so weiter und so fort. Aber interessant ist der Aufbau. Man hat von außen nach innen geschrieben. Es waren insgesamt 18 Sektoren. Hier ist 7 markiert. Das ist so ein Sektor. Das heißt, dieses Kuchenstück hier ist ein Sektor. Und es gab insgesamt 80 Spuren. Und man hat die Diskette von beiden Seiten beschrieben. Das heißt, wenn man jetzt 2 mal 18 mal 80 nimmt, dann kommt man auf, ja, und dann muss man auch wissen, wie viel Bytes sind hier gespeichert. Und zwar in jedem Sektor waren 512 Bytes gespeichert. Das heißt, in der Mitte waren die Bytes enger beieinander und außen waren sie weiter auseinandergeschrieben. Und da kommt man auf die 1,44 Megabyte. Das war nicht viel, damit man mal so ein bisschen Vergleich hat. Hier ist ein schönes Bild. Das war Microsoft Office Professional und zwar Version 4.3. Und das waren ein Stapel von 32 Disketten. Und wenn man gleich guckt in dem Video, wird man sehen, naja, das Diskettenlaufwerk glänzt nicht gerade durch Geschwindigkeit. Also bis man die alle installiert hatte, das dauerte einen Moment. Aber es war eigentlich mal eine ganz schöne Geschichte, damit man mal sieht, wie das früher so funktionierte. Hier ist es, das Diskettenlaufwerk. Naja, ich habe schon mal ein bisschen ja, alles, was nicht sein muss, abgebaut, damit man mal sehen kann, wie das Ding eigentlich aussieht. Gut, wenn ich jetzt von unten gucke, da ist nicht viel zu erkennen. Aber von oben ist die Sache ein bisschen spannender. Hier unten drunter ist der Motor versteckt, der die Diskette dreht. Hier ist der Lese- und Schreibkopf. Hier ist nochmal wieder ein kleiner Motor, der den verschieben kann. Gut, hier hinten ist ein bisschen Elektronik. Und naja, jetzt brauchen wir eine Diskette. Tada, 1,44 Megabyte. 2 HD. Das heißt, die ist beidseitig, wird die beschrieben bzw. gelesen. Man kann hier diesen Schieber und dann sieht man, dass die Magnetscheibe und hier unten ist, das ist im Prinzip das Loch, woran er erkennt, das Diskettenlaufwerk erkennen kann, wo es sozusagen der erste Sektor ist. Und das hier hinten ist auch noch ganz wichtig. Damit kann man, wenn man das, so und jetzt, wenn hier ein Loch drin ist, kann ich nur lesen und nicht mehr schreiben. Und wenn das Loch zu ist, Vorführeffekt, Effekt, so, dann kann ich auch schreiben. So, dann schauen wir mal, was passiert. Versuchen wir es so, dass man es auch sehen kann. Da ist die Diskette und hier geht jetzt der Schieber auf und klack hat es gemacht. Und ja, Diskette drin. Und jetzt, ich habe das natürlich vorbereitet, ich habe da zwei PDF-Dateien drauf. Mehr ging auch nicht bei 1,44 Megabyte. Und jetzt lese ich einfach mal eine dieser PDF-Dateien.
So, mal gucken, was er macht. Und da ist er auch schon aufgegangen. Jetzt machen wir mal spaßhalber die zweite PDF-Datei auf. Die ist jetzt fast viermal so groß. Das waren 711 Kilobyte, die da gerade gelesen worden sind. Also man sieht, es ist ja etwas für Geduldige. Heute kann man sich das im Prinzip kaum noch vorstellen. Jetzt tue ich mal spaßhalber eine der Dateien löschen und dann die andere mal kopieren. Das war Löschen. Und jetzt kommt Kopieren. So, das war Kopieren. Und ja, zu guter Letzt tun wir mal die Diskette formatieren. So, ich habe den Formatierungsdialog, will ich jetzt praktisch öffnen, aber bevor der aufgeht, guckt er sich natürlich die Diskette nochmal an. Und jetzt habe ich die Chance, und zwar ist das jetzt 1,44 Megabyte, 512 Bytes pro Sektor. Und dann sage ich mal starten. Man sieht jetzt sehr schön, wie dieser Schreib- und Lesekopf Sektor für Sektor bzw. Spur für Spur abfährt. Bis alle Spuren und natürlich auch alle Sektoren sozusagen ja, mit Nullen beschrieben worden sind und die Diskette jetzt sozusagen wieder garantiert leer ist. Ja, jetzt ist er so. Ja, und man darf nicht vergessen, es sind gerade mal 1,44 Megabyte, die hier gerade sozusagen überschrieben worden sind. Und damit ist das Formatieren zu Ende. Und ja, Formatierung abgeschlossen. Und ja, das ist eigentlich mal eine ganz spannende Geschichte.